Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich bin wo? Haben wir nicht die richtige Karte? Ich muss da noch weiter, glaube ich, ne? Hier so weiter. Wir gucken uns hier nochmal die eine Karte an. Wir haben doch hier so viele Karten hier. Wie ist denn das hier? Kann ich das einfach ausrüsten? Nee, ne? Doch. Shit. Heilung. Fehlen 5 maximale Punkte. Ah ja. Das hier, Feuerball, kann ich aber ausrüsten. Warum auch immer. Ich weiß aber nicht, wie ich das benutzen kann. Wie war denn das? Einstellung. Tastatur. Nee, ich sehe jetzt nicht speziell, wie ich jetzt hier irgendwas machen kann. Kein, Taste für Mana. Obwohl, vielleicht so? Rechte Maustaste? Nein. Nein, das ist immer noch das. Müsste ich mich dann offscreen nochmal mit beschäftigen, welche Taste denn jetzt hier für Zauberei und für sowas war. Komme ich hier an diesem Felsen irgendwie hoch? Muss ich da hoch? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal ein Stückchen weiter. Ja, erstmal immer schön weiter und weiter und weiter, weiter, weiter. Solange ich nicht gleich durch die Barriere getötet werde, ist ja alles okay. Ich meine, damals, als ich das gespielt habe, war auch Nacht zu diesem Zeitpunkt. Dass ich mich an solche Kleinigkeiten halt dann erinnere, ist halt schon merkwürdig. Kann auch sein, dass ich einfach in der Nacht dann irgendwann mal hier vorbeigegangen bin oder so, ich weiß nicht. Genau, das müsste dann dieser Fokus sein, ne? Also jetzt nicht die Pilze hier, sondern das Ding da. Da ist auch hier der Novize. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Penner. Du hast doch keine Chance. Im Ernst, du hast keine Chance. Sag ich doch. So, Stahlzunge. Und Fokus von der Meeresklippe. Einer der 5 Fokus, nee, der Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt wurden. Okay. Grüne Novize, Erze, Reisschnaps und Reis. Perfekt. So, dann müssen wir das jetzt nur noch... Was? Das wird dir noch leid tun. Lass ich ihn leben? Ich habe keine andere Wahl, ich bin nicht so schnell. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, dass ich ihn am Leben gelassen habe. Ich vergesse immer, den Gnadenstoß zu machen. Er macht eine schöne Blutspur. Muss man ja sagen. Machst du wirklich gut. Bin stolz auf dich. Wird er jetzt wahrscheinlich irgendwo da weiter rum erzählen und dann habe ich das halbe Dorf gegen mich. Das ist unschön. Ah, naja, damit muss ich halt jetzt leben. Wir kriegen das irgendwie hin. Ich würde auch gern so schnell rennen wie der. Aber das kann ich nicht. Ego-Perspektive. Beziehungsweise nach hinter mir gucken. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? So, wir müssten fast wieder da sein. Hoffe ich. Wir können mal abspeichern. Nicht, dass da tatsächlich das halbe Dorf gegen mich ist.
Und wir ein Problem haben. Ich mach das mal auf einen anderen Speicherpunkt. Ne? Und dann gucken wir mal. Da hinten war ein Licht. Im Wald gehen wir halt auch noch irgendwann rein. Aber von den Wäldern habe ich irgendwie immer noch relativ viel Respekt, weil ich weiß auch nicht mehr. Irgendwas war mit denen. Irgendwie waren die echt mies. So einen Scavenger habe ich natürlich... Oh! Hallo! Oh! Okay. Und wie mache ich jetzt hier mein Schwert wieder auswählen? Ich will doch hier wieder mit dem Schwert kämpfen. Finde ich schön, dass ich halt so einen Feuerball aufladen kann und dann halt irgendwo hinschmeißen kann. Aber ich will mein Schwert. Ich weiß noch nicht wie. Müsste ich jetzt hier den Zauber deaktivieren? Und dann geht das. Okay. Gut. Das war jetzt ein leichter Overkill für einen armen Scavenger. Aber naja, was willst du machen? Ist halt so, ne? Muss auch mal sein. Achso, ja, wieder das Geäst, das mir einfach mal im Weg steht. Muss man immer mit einberechnen, wenn man irgendwo hinläuft, dass plötzlich Geäst im Weg ist. Das ist völlig normal. War ich immer so. Gut, dann hoffe ich, wir können jetzt unbeschwert zu Iberion gehen. Sehe auch hier kein Blut, vielleicht aber auch, weil er aus unserer Sichtweite gelaufen ist oder so. Ich weiß nicht. Das speichere ich ja doch wieder hier ab. Hallo? Nein, ich habe euer Novizen nicht versehentlich am Leben gelassen. Ist alles okay. Okay, die beschwören sich tatsächlich nicht. Das ist schön. Das freut mich. Dann auf zu Iberion. Mit Ü. Nicht Iberion, nein, Iberion. Weil ich bin der Mammut. Muss das Ü aussprechen. Natürlich. So, Meister Iberion. Was geht ab? Ich habe hier deinen Fokus mitgebracht. Könnt ihr jetzt natürlich wahrscheinlich auch verkaufen. Vielleicht. Verschiedenes. Hat keinen Wert. Okay, dann nicht. Schade, schade. Iberion? Iberion. Kiste? Was haben wir denn in der Kiste? Speichern. Hier. Verdammt. Nein. 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 Okay, gut. Dann laden wir nochmal neu, damit wir das jetzt hier, sag schon, nochmal schön machen können. Also, was war denn das jetzt? Verdammt. Nein, das war schon falsche Richtung. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Ja. Haben wir nur einen Dietrich verbraucht, das ist okay. Und schön ist, wir kriegen halt viele Heiltränke, die uns später nochmal durchaus helfen können. Ich war das nicht, ich habe ihn nichts geplündert. Nein, nein. Iberion, volle Socke. Du bemerkst mich nicht. Ich schleiche hier nur. Das ist okay. Nein.
Verdammt. Wie war das jetzt? So? Ah. Mensch. Habe ich aber richtig Glück gehabt. So. Ich habe den nicht geplündert. Nein, nein. Alles ist okay. In deiner Kiste ist alles, was da reingehört. Hallo. Hallo. Ich habe deinen Fokus gefunden. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Cor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Mhm. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Aha. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Okay. Na los. Ich habe ihn am Leben gelassen und so, ne? Also, da muss man ja auch, ne? Berücksichtigen. Gut, dann suchen wir jetzt wieder Cor Kalom. Das war, glaube ich, dieser Alchemist, ne? Wie ist es eigentlich? Hätten wir jetzt auch mit dem Fokus einfach wieder Richtung altes Lager gehen können? Steht jetzt hier nichts Spezielles für drüber. Schade. Gut. Dann versuche ich dennoch, Cor Kalom zu finden. Es wird langsam wieder hell. Wir haben langsam wieder einen Sonnenaufgang. Also sehr langsam. So, wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Das war in der Nähe von dem Kifferstand, ne? Frage ist nur, wo ist jetzt der Kifferstand? Für meine tägliche Ration und so. Das sieht gut aus für meine tägliche Ration. Nicht, dass ich die brauche, aber man weiß ja nie. Hallo! Hey, du! Du lernst schnell! Entschuldigung! Hallo! Ich will meine tägliche Ration abholen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm! 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Okay. Falls wir das verkaufen wollen oder sowas, ne? Das sind ja Items. Kannst du einfach mal mitnehmen jeden Tag. Und drauf hoffen, dass dir irgendwer dafür dann Ärzte gibt. Weil die Dinge habe ich jetzt nicht vor, selber zu rauchen. Obwohl, einen können wir davon einfach mal, ja, einfach mal, weil wir es können. Und mal gucken. So, ist das jetzt Cor Kaloms Zelt? Kaloms Leibwache, ja. Hey, Cor Kalom. Ich sollte zu dir. Was willst du? Mauam. Ach nee, Kekse. Iberien schickt mich. Was machst du für Experimente? Ich habe Quarlerzungen für dich. Weiß ich nicht, ob ich die für dich habe. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Was für Sekret? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Oh nein. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Mhm. Die Dinger aus der Mine. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Und habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht?
Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Oh nein. Gut, wo finde ich die Mindcrawler? In der Mine? Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Sag ich doch. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid, er wird dir helfen. Aha. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Ja, toll, er wird mir helfen. Ich finde schön, dass der Charakter in etwas so antwortet, wie ich auch antworten würde. Iberion sagte mir bestimmt, dass du mich entlohnen wirst. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Knausiger alter Sack. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Es wird bestimmt eine finstere Suche. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Ja, ist okay. Es wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ja, ist okay. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Ja, das ist doch okay. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Mögest du die Fresse halten. So, kann ich jetzt eigentlich dieses Ding hier benutzen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Nee, kann ich nicht. Vielleicht ist das da drüben. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dazu muss ich tatsächlich erstmal Alchemie lernen oder sowas.